Darwin im Northern Territory von Australien am 1. Oktober 2013. Das Solarcar-Team der Hochschule Bochum bereitet sich auf die Weltmeisterschaft der Sonnenwagen vor. Hard- und Software bekommen den letzten Schliff. In 5 Tagen geht es auf den Stuart Highway, 3000 Kilometer nach Adelaide im Süden des Kontinents. Richard Sommerauer besucht sein Team. Vor Jahrzehnten aus Deutschland ausgewandert, lebt er am Rande von Darwin und organisiert schon seit vielen Jahren eine Werkstatt, damit der deutsche Solarcar perfekt auf die australischen Bedingungen eingestellt werden kann. Am gleichen Tag beginnt das Scrutineering, die technische Abnahme der Fahrzeuge, die am Wettbewerb teilnehmen wollen. In diesem Jahr in 2 Hauptklassen eingeteilt, geht heute zunächst die Challenge Class in den Testparcours. Die Top-Teams überzeugen alle durch perfektes Carbon-Design und ausgereifte Technik. Nuna 7 aus Delft. Schon 3-mal Erster im Tischtennisplattenklassement mussten sich die Holländer in den letzten Jahren dem Tokai-Team aus Japan geschlagen geben. Die Japaner überraschen mit simplen mechanischen Lösungen. Die Belgier haben sich für ein symmetrisches Layout des Fahrerplatzes entschieden, genauso wie das Team aus Stanford. Michigan, wie auch Nuon und Tokai, haben den Fahrer an den Rand verbannt. Das gilt auch für das schwedische Fahrzeug, das zudem extrem dünn konstruiert ist. Ingenieurkunst aus Holland. Das perfekte Finish passt zur Favoritenrolle der Niederländer. Wubo Oeckels, ehemaliger Astronaut bei der ESA, betreut sein Team schon viele Jahre. Die Bochumer proben den Ernstfall noch ein letztes Mal bei einer Testfahrt. Nicht zuletzt die Zuverlässigkeit der Technik wird das Rennen mitentscheiden, davon sind die angehenden Ingenieure überzeugt. Über 2000 Kilometer haben sie daher schon vor dem Start absolviert. Wettbewerbs-TÜV-Abnahme für die Cruiser-Klasse. Die Konkurrenz aus Calgary, Kanada. Das Team aus Adelaide, das wie die Deutschen nicht zum ersten Mal ein mehrsitziges Solarcar gebaut hat. Minnesota aus den USA stellt ein Modell mit Schiebedach vor. Angespannt wartet man auf den Auftritt des PowerCore Sun Cruisers. Wer als Fahrer oder Beifahrerin leichter als 80 Kilogramm ist, muss entsprechend Ballast mitnehmen. Mit Schablonen wird ermittelt, ob es genug Platz im Innenraum gibt. Der Notausstiegstest. Teamchef Melvin Otte bedient die Interviewwünsche. Professor John Storey untersucht die Funktion und Sicherheit der elektrischen Komponenten. Sein Kommentar? Es ist ein ganz schönes Auto. Ich wünsche der Mannschaft viel Spaß und viel Glück für die Renner. Dr. David Rand ist Batterieexperte. Sein Urteil zum Energiespeicher aus Bochum? Ah, it's beautiful, absolutely beautiful. Are there other teams building battery packs like this?
We've seen two or three very good packs, but this is pretty good. I must be fair. I'll let you know after the event. Now, this is a very nice piece of work. Excellent. Which we would expect from Bochum, because they have a lot of experience in this event. Nach dem Versiegeln der Batterien Probesitzen der Offiziellen. Zunächst Dr. David Snowden, Chef der Cruiser-Klasse. It's a very comfortable seat. It's very spacious in here. From the outside it looks very small, but it's very very spacious, and you feel like you've got plenty of leg room here, even for someone that's tall like me. No, I think this is great. This is great. Paul Gwan is chief scrutineer. Peter Sloty verantwortet die Sicherheit des gesamten Wettbewerbs. Samstag, 5. Oktober. Vor dem dynamischen Scrutineering Sympathiewerbung. Am Morgen startet der Powercore Sun Cruiser als einer der ersten zur schnellen Runde auf dem Hidden Valley Racetrack. Wer hier die beste Zeit fährt, steht morgen auf Startplatz Nummer 1. Wir dürfen dank der Onboard-Kamera mitfahren. Nach der Aufwärmrunde beschleunigen zur entscheidenden Kurvenfahrt. In der letzten Kurve vor der Zielgeraden passiert es. Sechzehn wertvolle Sekunden gehen bei diesem Dreher verloren. Das wäre ansonsten die beste Zeit in der Cruiser-Klasse gewesen. So reicht es immer noch für Startplatz 3. Den Elchtest und die Vollbremsung absolviert Marcel Ahlgrim trotz des Drehers souverän. Das Team ist begeistert. Am nächsten Morgen vor dem Parlamentsgebäude des Northern Territory in Darwin. Akribisch werden alle Checklisten abgearbeitet,
Neue Reifen sollen zudem Pannen verhindern. Das Team aus Eindhoven hat es gestern auf Startplatz 1 geschafft. Ein sportlicher Familien-Solarcar also. Teamchef Melvin Otte zum Rennstart. Ich hoffe, dass uns kein Fauxpas passiert, aber so weit eigentlich alles. Die Strategen haben gestern Abend noch mal fleißig gerechnet. Ich weiß aktuell die Zahlen nicht, weil ich war schon im Bett, als wir die restliche Kalkulation gehabt haben. Ich frage mal gleich mit Robert, ich gehe was zum 75. Marcel Ahlgrim zur Länge der Strecke bis zum ersten Kontrollpunkt, die er fahren wird. Es sind 316 Kilometer, Mann. Der Observer kontrolliert die Zusatzgewichte. Die Zuschauer sind begeistert vom deutschen Sonnenwagen. Looks like a Porsche. Motivation à la American Football. Habt ihr Bock, das Rennen zu fahren? Ja! So, komm her, Team auf 3. 1, 2, 3, 2, 3. Dieser Australier bringt es auf den Punkt. Top stuff, eh? It looks like a car too, eh? Yeah. Die Holländer führen auf dem Weg nach Catherine. Bochum auf Platz 2. Daedalus wurde überholt. Sunswift aus Sydney dicht auf den Fersen des Suncruisers. Die Polizei überwacht penibel die Geschwindigkeit, insbesondere bei Ortsdurchfahrten. Ohne eine Panne auf dem Weg zum ersten Kontrollstopp. Das hat vorher noch kein deutsches Team geschafft. Die schnellen Tischtennisplatten aus der Challenge Class rollen von hinten das Cruiserfeld auf. Marcel zum einzigen Überholvorgang bisher. Ja, direkt in der zweiten Ampel haben wir, ich glaube, Minnesota war das überhaupt. Lukas Blömer ist optimistisch. Stella nicht weit vor uns und Minnesota ganz am Anfang überholt, von Sunset nicht zu sehen. Das Klebeband hier nicht abmachen, ey. Am Ende des Tages fährt der Powercore Suncruiser auf Platz 1, vor den Eindhovenern und Daedalus aus Minnesota. Aufstehen in der Dämmerung nach der einzigen Nacht im Outback fernab von jeder Zivilisation. Matthias Wiemers hat gut geschlafen. Sehr schön im Outback, war sogar sehr still, da wir 400 Meter ungefähr weg vom Stuart Highway schlafen konnten und somit die Roadtrains in der Nacht nicht so laut sind. Also eine sehr schöne Nacht. Boah, echt chilly. Ja. Echt chilly. Echt chilly. Echt chilly. Wir sollten mehr gut laufen. Okay. Mein Handy weg, es war ja viel später. Ja. Ich komme jetzt sowieso nur noch. Martin! Ich kann ja überhaupt nicht einschätzen. 10er, 8er, 7er, 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 7er,
sinnvoll ist, glaube ich, nicht mehr außen einzuschalten. Oder? Die Ladekurve der Batterien überwacht im Chase, dem hinteren Begleitfahrzeug. Vier Personen an Bord, das bringt Personenkilometer, die mit in die Wertung eingehen. Zweiter Kontrollstopp Dunmurra, eine gute Stunde Fahrt vom Lagerplatz entfernt. Knapper geht es kaum. Bochum vor Eindhoven, vor Minnesota im Minutenabstand. Schon kurz nach dem Stopp haben die Holländer überholt. Vor Tennant Creek gehen die Bochumer wieder in Führung. Martin Helmes zur Reisegeschwindigkeit. 85 km/h. In Tennant Creek liegen die Bochumer 7 Minuten vor den Niederländern. Die sind aber mit deutlich mehr Personen an Bord unterwegs gewesen. Am nächsten Morgen steht der Powercore Suncruiser wieder vollgetankt am Start. Über Nacht wurden die Akkus via Ladegerät wieder aufgefüllt. So lässt es das Reglement der Cruiser-Klasse zu. Felix Burmeister und Robert Siebrecht zur Lage. Ja, bisher ist noch alles entspannt. Auto wird vorbereitet, alles abfixiert. Wir fahren heute schneller, als wir jemals im Windkanal gemessen haben, weil wir es nicht für möglich gehalten haben, dass wir überhaupt mal so zügig durch die Gegend rasen. Also kommt es heute auf jede kleinste Kante am Fahrzeug an. Also wir werden heute mit 3 Personen fahren bis Alice Springs und bei 92 km/h. Im Moment sieht es wohl so aus, dass wir zwar einen kleinen zeitlichen Vorsprung haben, aber dadurch, dass wir bis jetzt nur mit 1 Person gefahren sind, das Team aus Eindhoven ja die bessere Wertung hat, dadurch, dass sie mehr Personenkilometer gefahren sind.
Kann mir jemand Wasser abnehmen? Ich habe sonst zu viel. Zum ersten Mal mit drei Personen und Höchstgeschwindigkeit. Wir wollten heute die 90 Kilometer knacken. Bei Barrow Creek haben die Holländer wieder die Führung übernommen. Am nächsten Kontrollstopp. Die Eindhovener sind jetzt wirklich flott unterwegs. We're very close to 120. In einer halben Stunde fahren wir weiter. Wenn der Schuss verbrannt ist, dann fährt Marcel weiter, die Passagiere bleiben drin und dann geht es genauso weiter. Lukas Blömer prüft, ob die Verklebung der Radkästen noch alle in Ordnung sind. Wir haben da die Spaltmaße zwischen Radkasten und restliche Karosserie abgeklebt, damit da keine Luft reinkommt. Jetzt gucken wir, ob das Tape sich gelöst hat. Sunswift beim Laden. Auch dieses Team hat inzwischen die Leistungsfähigkeit seines Autos kennengelernt und fährt jetzt vor den Bochumern, allerdings ohne Beifahrer. Ankunft in Alice Springs. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Melvin Otte ist nicht zufrieden mit dem Verlauf der Etappe. Andere waren schneller und wir haben noch Energie drin. Jetzt müssen wir gucken, was wir falsch gemacht haben oder ob wir überhaupt was falsch gemacht haben. Aber das wird die Analyse heute Abend zeigen. Auch der Rest des Teams diskutiert die Strategie. Start, wieder vollgeladen in Alice Springs am nächsten Morgen. Gefahren durch Tiere lauern nicht nur im Outback. Holland, 3 Minuten vor Australien. 10 Minuten später an dieser Stelle das deutsche Team. Am nächsten Kontrollstopp in Coolgera wirken die Studierenden aus Eindhoven ziemlich hektisch.
Für kleinere Checks werden hier aber ziemlich große Ersatzteile bewegt. Sunswift geht zurück auf die Strecke. Eindhoven hat offensichtlich ernste Probleme. Die Abraumhalden am Straßenrand kündigen den nächsten Übernachtstopp in der Opalstadt Cuba Pedy an. Heute ist Melvin sichtbar überzeugter von der Teamstrategie. Hart am Limit, sage ich jetzt mal. Das war mehr geht nicht, mehr ist nicht drin. Und wir sind super zufrieden. Die Strategie hat funktioniert, das Auto hat super funktioniert, wie die Tage eigentlich auch. Es war alles heute optimal. Wir haben auch wieder einiges an Boden gut gemacht. Scharfer Wind am nächsten Morgen kündigt härtere Wetterbedingungen an. Strategiechef Robert Siebrecht aus dem Chase zum geplanten Etappenverlauf. Wir wollen heute wieder mit 3 Fahrern fahren. Das Wetter ist zwar nicht so gut angesagt, aber wir versuchen trotzdem bis Portalaster zu kommen. Wir starten mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h und je nachdem, wie sich der Wind verhält, werden wir ein bisschen nachlegen. Am Stop Glendambo wird es deutlich. Nicht nur der Wind weht aus der falschen Richtung, auch die Wolken drosseln die Energielieferung der Sonne drastisch. Alle Sonnenwagen sind jetzt deutlich langsamer unterwegs und schleppen sich mit Geschwindigkeiten um die 60 km pro Stunde nach Port Augusta. Punktlandung um kurz nach 17 Uhr am Kontrollstopp. Beifahrer René Glitzer berichtet von ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen. Also auch selbst im Solarcar war es dieses Mal kalt. Das erste Mal. Der Teamchef zur letzten Strecke nach Adelaide. Also wir werden sehr langsam fahren. Wir haben nämlich die Batterien sehr leer gemacht, um hinzukommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir morgen früh diese Zeit auch nutzen, um die Batterien dann aufzuladen. Und dann denke ich mal, werden wir mit 50 km/h mit 250 km/h fahren. Elektrochef Jan Hinz am Morgen des letzten Renntags. Ja, wir müssen jetzt etwas Energie nachholen, die wir gestern verfahren haben. Aber so wie es aussieht, haben das alle anderen Teams auch. Deswegen stehen jetzt hier alle fleißig und sind am Laden. Und wenn die Batterien wieder etwas voller sind, fahren wir weiter. Sunswift aus Sydney startet eine knappe Stunde früher als die Bochumer, aber auch diesmal nur mit einem Fahrer.
Also das heißt, drei oder vier Leute an jedem Array und dann geht es gleich los. Für die morgendliche Ladephase ab 6 Uhr gab es für die flachstehende Sonne einen optimalen Ladepunkt, der aber 100 Meter vom eigentlichen Startpunkt entfernt liegt. Um nur ja keine Ladeenergie zu verlieren, wird diese Energiespeicherprozession inszeniert. Auch für Stella aus Eindhoven wollte die Sonne gestern nicht scheinen. Man versucht wirklich alles, um optimal zu laden. Es geht auf die letzten 300 Kilometer nach Adelaide. Mit quälend langsamen 50 Kilometern pro Stunde kriecht der Konvoi über die Landstraße und erreicht schließlich die Zeitmesslinie vor den Toren der Metropole von Südaustralien. André Bus zum Stand der Rennwertung. Ich glaube, es ist eng mit den anderen Teams, aber wir hatten keinen Ausfall und das macht uns so glücklich. Ja. Im Herzen von Adelaide ein tosender Empfang für das deutsche Team. Gib mir ein Bochum! Bochum! Gib mir ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Begeisterung bei den Studierenden aus Bochum. Zu Recht, denn noch nie hat ein deutsches Solarcar-Team die 3000 Kilometer ohne Panne absolviert. Am Ende Vize-Weltmeister, die beste Bochumer Platzierung, die je in diesem Wettbewerb erreicht wurde.